Ich begrüße euch zum heutigen Online-Vortrag mit dem Thema «Wenn Stress krank macht». Mein Name ist Verena Merki. Ich bin leitende Ärztin auf der Inneren Medizin am Spital Langnau. Ich habe aber auch einmal pro Woche eine Sprechstunde für psychosomatische und psychosoziale Medizin. Unser heutiger Fahrplan. Wir werden ganz zu Beginn 4 kurze Patientenfälle hören. Dann möchte ich euch einführen, was genau Stress bedeutet, Stressdefinition. Nachher werden wir über Stresstypen und Auslöser reden, über die Stressantwort, was passiert mit uns, wenn Stress auf uns zukommt. Und als letztes Massnahmen, wie können wir Stress verhindern oder wie können wir mit Stress umgehen. Kommen wir zum ersten Fall. Die Patientenfälle sind fiktiv, also sie erfundene Namen, aber sie sind ganz klassische Situationen, die ihr wahrscheinlich häufig auch schon selber erlebt habt, zum Teil. Die Patienten haben alle einen gemeinsamen Nenner. Durch akute oder durch anhaltende Belastung haben sie sich verändert. Der erste Fall ist der Fall von Mia Gerber. Die Mia Gerber ist 19. Sie zittert, ist kaltschweissig und ist coiffeuse in Ausbildung. Die Abschlussprüfung naht. Es geht ihr einfach nicht gut. Unser zweiter Fall ist der Remo Flückiger. Er ist 50. Hat erst gerade seine Arbeitsstelle verloren und hat jetzt gerade einen akuten Herzinfarkt erlitten. Der dritte Fall handelt vom Herrn Turabi. Er ist 52, ist ein hochqualifizierter Manager in einem Hotelbetrieb und obwohl er jetzt ganz eine wichtige Sitzung ist, kommt er einfach nicht aus dem Bett. In unserem vierten Fall kommt Frau Wüthrich, sie ist 42, alleinerziehende Mutter von 2 Teenager-Buben und auch Schmerzpatientin. Sie leidet unter Rückenschmerzen seit mehreren Jahren. Wir kommen jetzt zu der Definition von Stress. Was bedeutet Stress genau? Das Wort Stress kommt eigentlich nicht aus der Medizin, wie viele würden denken. Das Wort Stress kommt ursprünglich aus der Materialforschung und bedeutet der Druck bzw. die Anspannung im physikalischen Sinn, wo ein Material aushalten kann. Im medizinischen Sinn ist Stress eine lebenswichtige und normale Reaktion von uns Menschen auf eine Gefahr oder auf eine besondere Anforderung. Es handelt sich um eine körperliche, emotionale, gedankliche und verhaltensbezogene Reaktion auf tatsächliche oder empfundene Überforderung oder Bedrohung. Unser Körper wird in Alarmbereitschaft versetzt. Jetzt kommen wir zu den Stresstypen und Auslösern. Das ist zeitlich ein bisschen geordnet. Beim akuten Stress reden wir von der kurzfristigen, natürlichen Körperreaktion, die akut auftritt. Das ist zum Beispiel bei diesem Baby der Fall. An diesem Baby fällt die Nahrung und die Wärme der Mutter. Es reagiert instinktiv auf die fehlende Zuneigung und lernt durch den Kontakt mit der Mutter, wie man diesen Stress bewältigt. Im zweiten Bild denke ich an die Herausforderungen, die im Alter sehr typisch sind. Der Körper verändert sich, die Situation verändert sich allgemein. Es können Krankheiten kommen. Eine ganz besondere Form von Stress ist der Stress, den jemand spürt, wenn er auf längere Zeit jemanden Angehöriges pflegen und begleiten muss. Das ist eine besondere Form von akutem Stress. Wir kommen jetzt zu den Stressauslösern und Stresstypen. Wir reden von Stressoren. Wie ihr hier in diesem Bild und vom Dampfkochtopf könnt sehen, gibt es verschiedene Arten von Stressoren. Einerseits die inneren Stressoren, das ist unser hausgemachter Stress, unsere eigenen Ansprüche, die wir zum Beispiel haben. Und die äußeren Stressoren sind die, wo wir nicht direkt beeinflussen können, wie zum Beispiel unsere Wohnsituation, Beziehungsprobleme mit Angehörigen oder mit Kollegen, Konflikte am Arbeitsplatz.
all das, was von außen auf uns zukommt. Pflichten sind auch so ein Thema. Ganz speziell möchte ich aber auch noch Krankheit erwähnen. Wir haben jetzt davon gehabt, dass Stress krank machen kann. Und das werden wir auch weiter sehen. Auf der anderen Seite muss man aber auch wissen, dass Krankheiten und vor allem chronische Krankheiten zu Stress führen können. Krankheit an sich ist also eine Belastung, die eine Reaktion auslöst auf kurze oder lange Zeit in uns. Über Stress ist viel geforscht worden. Schon in den 80er Jahren hat Richard Lazarus ein Stressmodell ausgestellt. Und neu zu dieser Zeit war, dass die Stressbelastung nicht nur mit den äußeren Faktoren zusammenhängt, sondern mit der individuellen Bewertung von dem Reiz oder von dieser stressigen Situation. Ihr seht, wie der Reiz kommt. Nachher gibt es eine primäre Bewertung. Ist das positiv? Ist das negativ? Ist das überhaupt wichtig für mich im Moment? Dann kommt es zu einer zweiten Bewertung, wenn wir es als gefährlich einstufen. Habe ich Ressourcen, um das zu bewältigen, oder habe ich keine Ressourcen? Und letztendlich, im Fall einer Überforderung, spüren wir den Stress. Stress ist häufig auch gesund in dem Sinn, oder wir reden von gesundem Stress, wenn er uns herausfordert und wir daraus etwas lernen. Anhaltender Stress ist aber nicht gesund. Was beeinflusst unsere subjektive Bewertung? Oder warum reagieren nicht alle Leute gleich auf Stress? Ihr seht es in dieser Folie. Person A, Person B und Person C sind ganz unterschiedlich stressempfindlich. Bei der Person A tut der Stress eine gewisse Reaktion auslösen. Bei der Person B sieht man, wie die Reaktion grösser ist, aber noch nicht kritisch wird, und bei der Person C ist der kritische Grenzwert erreicht und die Belastung ist gross. Also es hat individuelle Faktoren, die unsere Stressantwort beeinflussen. Die habe ich euch hier auf diesem Bild ein bisschen aufgezeigt. Einerseits gibt es biologische Faktoren, genetische Faktoren, die wir nicht beeinflussen können. Andererseits gibt es Faktoren, die sich mit der Zeit auch verändern. Das Alter kann dazu führen, dass wir Stress besser bewältigen können. Einerseits wegen unserer Vorerfahrungen, gute und schlechte, die uns weiser machen, wie man sagt. Und andererseits ist aber das Alter auch die Zeit, in der der Körper und der Mensch empfindlicher wird und fragiler. Vorbestehende körperliche und psychische Krankheiten können unsere Bewältigungsstrategie beeinflussen und einschränken. Und unsere Lebensumstände haben auch einen ganz wichtigen Teil an dieser Stressreaktion. Und da möchte ich die wiederholten Stressbelastungen im Kinderalter hervorheben. Das Kindesalter ist ein ganz sensibles Alter, weil das Hirn noch in Entwicklung ist und plastisch ist. Und eine anhaltende Stresssituation oder rezidivierende negative Erfahrungen, sei es in physischem Sinn oder auch im psychischem Sinn, vor allem Gewalterfahrungen in der Kindheit, können bestimmte Areale im Hirn sensibilisieren und später zu einer erhöhten Stress- und Schmerzempfindlichkeit führen. Es gibt aber gute Nachrichten, und das seht ihr in diesem Bild. Es gibt auch die sogenannte Stressresilienz. Und mit diesem Wort bezeichnen wir die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen, durch persönliche und sozial gelernte Ressourcen, die uns helfen, uns positiv zu entwickeln, trotz Schwierigkeiten. Welche Schutzfaktoren gibt es? Wir haben von Ressourcen geredet. Ressourcen, die wir selber schon mit uns bringen. Ein gutes soziales Netzwerk ist protektiv.
positive Gefühle sind protektiv und regelmäßige körperliche Aktivität hat einen positiven Effekt. Das hilft uns als Stresspuffer. Was passiert oder wie reagieren wir Menschen auf Stress? Es gibt verschiedene Formen von Antworten. Einerseits eine emotionale Antwort. Stress macht uns traurig, Stress macht uns ärgerlich, Stress macht uns müde. Dann gibt es die kognitive Antwort. Wir überlegen, wie fahren wir jetzt weiter. Ich darf keine Schwäche zeigen, ich muss stark sein, ich muss durchbeissen. Wir grübeln, es kommt zu negativen Gedankenspiralen. Das ist alles kognitiv, also durch unser Denken. Die weitere Antwort ist dann im Verhalten, sagen wir, eine Konsequenz von dem, was wir vorher gesehen haben. Es kommt zu Kampf, also zu Konfrontierung von dem Problem. Es kann zu Flucht kommen. Wir ziehen uns zurück. Oder es kann zu einer Anpassung kommen, zu einer Veränderung von unserem Lebensstil. Letztendlich gibt es aber auch gleichzeitig eine physiologische Antwort. Das ist die biologische Antwort. Zum Beispiel Herzrasen oder das Herz doppelt. Hier haben wir es nochmal schriftlich. Emotionale Antwort, kognitive Antwort, eine Veränderung in unserem Verhalten und eine biologische Antwort. Wir kommen zu der biologischen Antwort. Hauptsächlich gibt es zwei Organsysteme, die hier involviert sind. Auf der einen Seite sehen wir das vegetative Nervensystem. Das vegetative Nervensystem wird auch autonomes Nervensystem genannt. Und ist das der Teil von unserem Nervensystem, der unbewusst für uns, unseren Körper steuert. Ihr seht die verschiedenen Organsysteme, die beteiligt sind. Also einerseits die Pupillenreaktion, die Atmung, der Herzschlag, die Verdauung, die Miktion, also das Wasserlösen. Das ist alles gesteuert durch unser unbewusstes Nervensystem. Auf der anderen Seite sehen wir die Hirn-Nebennierenachse. Das ist vielleicht ein bisschen weniger bekannt. Unser Hirn hat ein Regulationssystem. Wenn eine Stresssituation da ist, tut das Hirn bzw. ein Teil vom Hirn, der Hypothalamus, CRH ausschütten, also das Stresshormon von oben. Das tut in der Hypophyse, das ist eine Drüse im Hirn, ACTH-Produktion befördern. Und das ACTH geht über das Blut zu den Nebennieren und tut in den Nebennieren die Ausschüttung der sogenannten Stresshormone auslösen. Kennt ihr Stresshormone? Es gibt ein ganz bekanntes, das ist das Adrenalin. Das tun wir manchmal sogar extra fördern. Ein anderes Stresshormon ist das Cortisol. Genau. Was ist die Idee von diesen biologischen Systemen? Oder was lösen die aus? Wir sehen es in diesem Bild. Das Ziel der Stressreaktion ist, Energie zu gewinnen. Der Körper wird, wie wir schon ganz am Anfang gesagt haben, in Alarmbereitschaft gestellt. Es geht um Kampf oder Flucht. Und alles, was uns körperlich hilft, diese Aufgabe wahrzunehmen, wird aktiviert. Alles, was stört, wie zum Beispiel die Verdauung in diesem Moment, wird eingestellt. Wir sehen es in der folgenden Folie. Der Blutzuckerspiegel steigt, also die Komposition von unserem Blut verändert sich, die Energie schwemmt rein, Blutzucker geht auf, das Maul wird trocken, weniger Speichelfluss, die Bronchien werden gross, damit genug Luft reinkommt, das Herz wird aktiviert, der Puls geht auf, der Blutdruck geht auf, der Körper braucht einen Temperaturausgleich, also wir schwitzen.
Was auch noch interessant ist, ist, dass wir in diesem Moment nicht unbedingt Schmerzen spüren, weil der Körper selber Endorphin produziert, körpereigene schmerzhemmende Stoffe, die uns unempfindlich und konzentriert sein. Es gibt noch mehr, Blutgefäße werden verengt. Vor allem in den Körperpartien, die nicht so wichtig sind. Und Blut durch Blutung, sagen wir, von unseren Muskeln wird grösser, wird besser. Es kommt zu einer erhöhten Muskelanspannung und es kommt auch zu einer Veränderung von der Durchblutung des Hirns. Vielleicht habt ihr das festgestellt, wir können uns nicht unbedingt viel besser konzentrieren, aber wir können uns aufs Wesentliche konzentrieren. Genau. Vielleicht können wir uns an die Patientenfälle erinnern, die wir erwähnt haben. Da wäre zum Beispiel Mia Gerber, die kaltschweissig war und zitterig. Ihr ist akut schlecht gegangen. Sie hat gewusst, die Prüfung kommt und ich habe vielleicht den oder den Haarschnitt noch nicht richtig. Und das äußert sich so. Wir kommen zu den chronischen Stresssymptomen. Also ganz die ersten Reaktionen sind natürlich, sind automatisch, sind nötig, sind überlebenswichtig, wie wir gesehen haben. Wenn Stress aber anhaltend, dann wird es nicht mehr so gemütlich. Dann sind wir unter ständiger Anspannung. Und es kommt, wie wir hier sehen, zu einem Ausbrennen. Hauptsächlich die Hirn-Nebennierenachse wird dysreguliert. Also ihr seht auf dieser Grafik, dass Cortisol ausgeschüttet wird und immer auf einem sehr hohen Niveau bleibt. Und irgendwann redet man von einem Ausbrennen von dieser Cortisolachse. Das bedeutet, dass bei Stressreaktionen oder bei Stresssituationen, besser gesagt, der Körper nicht mehr wirklich reaktionsfähig ist auf diesen Stress. Der Cortisolspiegel ist anhaltend hoch und kann nachher auf starken Stress nicht mehr gleich reagieren. Es kommt zu einer Erschöpfung. Wie äußert sich das konkret? Was gibt es da für Krankheiten? Einerseits organische Körpersymptome, organische nachweisbare Krankheiten, Veränderungen. Andererseits nicht organische Körpersymptome, sogenannte funktionelle Körpersymptome. Burnout werden wir noch etwas gesondert anschauen. Und psychische Symptome wie Angst oder Depression, die aus dem daraus entstehen können. Wir kommen zu den organischen Körpersymptomen. Und ihr seht hier auf diesem Bild eine Arterie, so im Schnitt. Eine gesunde Arterie sieht schön offen aus. Durch die chronische Stresssituation und das ständig aktivierte Nervensystem gibt es eine höhere Entzündungsaktivität im Blut. Es gibt Verstärkung oder aktivierte Grinnung. Dann kommt noch dazu, dass chronisch gestresste Menschen sich häufig nicht so gesund verhalten, weil sie eben für nichts Zeit haben. Der Lebensstil ist nicht gesund, die Ernährung ist nicht gesund, der Schlaf geht nicht. Und es tut sich Plaque bilden, also so Verkalkungen in diesen Blutgefäßen, die durch Blutung verschlechtern. Was kann passieren? Es kann durch eine akute Stresssituation, durch eine körperliche andere Krankheit zu einem Gefäßverschluss kommen. Das ist der typische Mechanismus bei einem Herzinfarkt oder bei einem Hirnschlag. Durchblutung ist akut kompromittiert und gefährdet das Organ. Eine andere Konsequenz
von chronischem Stress ist auch eine Schwächung des Immunsystems. Dort kennt man noch nicht so gut alle Mechanismen, aber man weiß zum Beispiel, dass Schlafmangel zu einer Schwächung des Immunsystems führen kann. Ganz typisch verbunden sind diese Symptome. Kennt ihr das Bild? Es ist ein Fieberblätterli. Nicht nur durch Fieber kann das entstehen, es kann auch sonst durch Stress entstehen. Wobei man aber auch muss sagen, dass Fieber auch eine Art Stressreaktion ist vom Körper oder als Stress kann erlebt werden. Vielleicht kommt noch der Herr Flückiger wieder in den Sinn. Er ist akut belastet, er ist schon in einem Alter, wo es halt sonst schon ein bisschen Veränderungen gibt von den Arterien. Und er hat auch eine akute Belastungssituation, weil er seinen Job verloren hat. Es gibt Forschung zu diesem Thema. Und zwar ist im Inselspital im Jahr 2004 ein psychokardiologisches Board gebildet worden, wo langjährig über diese Krankheiten geforscht hat. Da sind Psychologen, psychosomatische Mediziner und Kardiologen zusammengekommen und haben die psychosozialen Faktoren analysiert, die eine Rolle spielen in der Entstehung dieser Krankheiten, aber auch im Heilungsverlauf. Und es ist herausgekommen, dass zum Beispiel eine mangelnde soziale Unterstützung, eine Depression vor oder nach Herzinfarkt, Todesangst oder Hilflosigkeit zum Zeitpunkt vom Herzinfarkt oder Ärgernis Risikofaktoren sind, die einen Herzinfarkt begünstigen können. 30% der Patienten haben zum Beispiel berichtet, dass sie 2 Stunden vor dem Ereignis eine emotionale starke Reaktion erlebt haben. Es ist auch bestätigt worden, oder man hat in den Statistiken gesehen, dass als Folge von einem akuten Herzinfarkt ca. 10% der Patienten eine posttraumatische Belastungsstörung durchmachen. Eine posttraumatische Belastungsstörung ist eine akute Belastung auf ein unvorgesehenes, unerwartetes, als lebensbedrohlich erlebtes Ereignis. Das ist nicht ohne. Jetzt möchten wir zu den nicht-organischen Körpersymptomen kommen, also die funktionellen Körpersymptome. Wenn man sie so anschaut, ist es ziemlich logisch. Kopfschmerzen, Müdigkeit, Herzklopfen, Schwindel, Verdauungsprobleme, Schmerzen. Das sind, können alles Zeichen sein von einer chronischen Überlastung. Funktionelle Körpersymptome sind wirklich häufig. Sie sind etwa ein Viertel der Konsultationen in der Sprechstunde beim Hausarzt, also in der Allgemeinpraxis. Und es sind Symptome, die sich morphologisch, also durch ein Bild, zum Beispiel durch ein Röntgenbild oder durch einen Laborwert, nicht beweisen lassen. Sie entstehen durch eine veränderte Organsteuerung und oder eine veränderte Organwahrnehmung. Und ein typischer Auslöser oder der Hintergrund von dieser veränderte Organsteuerung ist Stress. Ich möchte euch das am Beispiel vom Reizdarmsyndrom zeigen. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Linda Wüthrich kommt hier gerade noch. Was hat Linda gehabt? Chronische Schmerzen. Und lang anhaltender Stress. Da sind wir bei der psychosomatischen Forschung. Also, wie ich vorher erklärt habe, tut unser Befinden unseren Körper, unsere Körpersymptome beeinflussen. Was im Körper passiert, tut aber auch unser Befinden beeinflussen. Das Befinden tut unseren Körper regulieren. Und nicht nur das Befinden, sondern eben das zentrale Nervensystem, das ZNS. Wenn die Regulation gestört ist,
durch anhaltenden Stress, dann kommen wir zu dem Kapitel der Stresserkrankungen. Wenn die Wahrnehmung ungefiltert ist, die Wahrnehmung gestört ist von dem, was in unserem Körper passiert, dann haben wir zum Beispiel Schmerzkrankheiten, die sehr belastend sein können, wie wir schon erwähnt haben. Das Beispiel vom Reizdarm, das ich euch versprochen habe. Stress führt zu dieser Ausschüttung von dem CRH, also das Hormon im Hypothalamus, und kann nachher an verschiedenen Rezeptoren im Magen-Darm-Trakt andocken. Einerseits führt es zu einer Blockade der Magenentleerung, also die Verdauung funktioniert nicht, es liegt schwer auf. Und andererseits kann es durch andere Rezeptoren im Kolon, also im Dickdarm, zu einer Beschleunigung der Stuhlentleerung führen. Das kennen wir doch. Vortrag, Prüfung, erster Arbeitstag, 5-mal, 10-mal aufs WC müssen, irgendwie hat es nicht gehen. Typisch akuter Stress. Wenn die Symptome aber hartnäckig bleiben und auf leichte Stresssituationen immer wieder auftreten, dann reden wir von einem Reizdarmsyndrom. Also der Darm, wenn wir den untersuchen, Darmspiegelung machen, Blut nehmen, kontrollieren, finden wir nichts. Der Darm an sich ist gesund. Das Problem ist die Steuerung von dem Darm, die anhaltend verändert ist. Gut. Dann kommt noch so ein Spezialkapitel, Stress am Arbeitsplatz. Es gibt ganz klassische so arbeitsbedingte Stresssituationen. Ich möchte euch das kurz vorlesen. Einerseits zu hohe Anforderung, zu geringe Kontrollierbarkeit, also man darf nicht mitreden, es ist alles vorgegeben, zu wenig Belohnung, zu wenig soziale Unterstützung, Overcommitment, das ist Englisch, was heisst das? Verausgabung, Überleistungstendenz, man will es ganz gut machen, man will es ganz recht machen. Ungerechte Behandlung ist nicht schön, aber gibt es leider immer wieder. Das sind die negativen Faktoren, die uns eben stressen. Und dann gibt es protektive Faktoren, also Schutzfaktoren, die helfen, Stress am Arbeitsplatz zu vermeiden. Und da müssen wir, denke ich, als Arbeitnehmer und als Arbeitgeber sicher auch probieren, daran zu arbeiten. Was hilft? Wenn ich gut ausgebildet bin, wenn ich an Schur bin, kann ich die Sachen einfacher managen. Wenn ich Anerkennung habe und Anerkennung gebe, geht es mir besser. Wenn es ein gutes kollegiales Verhältnis gibt unter den Arbeitskollegen, wenn ich innerlich selber ausgeglichen bin und wenn ich weiss, was meine Aufgaben sind oder klare Arbeitsziele. Und am Schluss steht noch Wechsel zwischen Belastung und Entlastung. Also gezielte Ruhepausen sind wichtig. Ich kann euch noch kurz zeigen, was da rausgekommen ist in verschiedenen Befragungen. Gesundheit Schweiz hat so eine, Gesundheitsförderung Schweiz hat so eine Befragung gemacht. Ich habe dort das Resultat von 2018. Und ihr seht, es sind nicht alle im grünen Bereich. Es ist so ein bisschen drittelt, beziehungsweise der gelbe Bereich ist etwas grösser, dort ist der sensible Bereich. Und dann kommt schon 27% der kritische Bereich und nur 26,5% sind im grünen Bereich. Es hat geheissen, dass jede vierte Person am Arbeitsplatz unter Stress leidet, dass 30% angeben, dass sie erschöpft sind, dass Jüngere sogar mehr betroffen sind als ältere Leute und dass 3,3% auch vom Arbeitsplatz fernbleiben wegen Stress. Und nicht zuletzt und nicht unwichtig sind natürlich auch die finanziellen Faktoren oder die finanziellen Folgen. Und leider, wenn wir das so anschauen, sehen wir, dass es über die Jahre nicht weniger wird.
Der kritische Bereich ist gross und der rote Bereich ist eher grösser geworden. Noch eine zweite Statistik von der UNIA hat auch so Befragungen durchgeführt. Das war im Jahr 2017. Und 54% der Leute sagen, dass sie sich oft bei der Arbeit gestresst fühlen. Chronische Stresssymptome, Stress am Arbeitsplatz, das Burnout-Syndrom. Habt ihr auch schon von Burnout gehört? Was ist genau das Burnout? Ich habe das selber fotografiert. Einerseits so ein abbrennendes Zündhölzchen, das nicht so stabil aussieht. Und andererseits, als ich nur ein bisschen platzieren wollte für das Bild, ist es abgebrochen. Also sehr, sehr eine heikle Situation. Das Burnout-Syndrom ist eigentlich keine Diagnose. Das Burnout-Syndrom ist ein Risikozustand. Ein Risikozustand für psychiatrische und für medizinische Krankheiten. Und das Burnout-Syndrom braucht man hauptsächlich im Kontext von der Arbeit, vom Arbeitsplatz. Also wir reden von chronischem arbeitsbedingter Stress, der zu Überlastung führt. Und es gibt frühe Warnsymptome, die wir jetzt bei der nächsten Folie werden anschauen, die uns helfen, das zu erkennen und hoffentlich auch Kurs wechseln. Ja, was gibt es für frühe Warnzeichen? Die Hirnleistung wird schlechter, Vergesslichkeit, Unzuverlässigkeit, Konzentrationsstörungen, Nervosität. Es kann aber auch bei der Gefühlswelt ganz komisch aussehen. Apathie, Traurigkeit, keine Genussfähigkeit mehr, die Freude geht verloren. Man fühlt sich verzweifelt oder hoffnungslos, obwohl nichts besonders gerade akut passiert ist. Das Verhalten tut sich verändern. Es gibt Leute, die so misstrauisch werden, die ständig gereizt sind oder die zynische Kommentare ablösen, wenn es vielleicht gar nicht passt. Die Leistung nimmt ab, man wird ineffizient und man tut sich auch zurückziehen, sozial. Es gibt erste Warnzeichen. Es gibt den Leistungsabfall, wo wir gesagt haben, die emotionalen Reaktionen, die Abnahme von Fähigkeiten. Und letztendlich kommt es zu dem, was Herr Turabi hatte. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, ganz am Anfang. Er hat geleistet und geleistet, ganz gute Leistung erbracht und irgendwann hat er nicht mehr aus dem Bett können. Also Anzeichen von einer starken Leistungsabnahme. Wie bleibe ich im Gleichgewicht? Wie mache ich das? Das Bild vom Dampfkochtopf gefällt mir sehr, weil es zeigt sehr gut, was passieren kann, wenn der Stress anhält. Hausfrauen, Hausmänner kennen das. Irgendwann geht da das, wie sagt man denn, das Teil auf und dann geht die Luft oben raus. Und wenn man nichts macht, kommt es nicht gut. Genau. Was kann ich machen? Das eine ist, sich selbst beobachten. Wir haben jetzt die körperlichen Symptome zusammen durchgeschaut. Wir reagieren nicht alle gleich, das wissen wir auch. Etwas, was ich nicht erwähnt habe, aber was häufig ist, ist der Bruxismus, das Anspannen von den Zehen und die Kieferschmerzen, die es nachher gibt am Morgen, weil man unbewusst drückt. Herzklopfen, Schwitzen, die Müdigkeit. Ihr kennt das. Sich selber beobachten. Was habe ich? Habe ich Stresssymptome? Geht es mir gut? Habe ich Stresssymptome, die ich wieder kann? Abfahren, wenn ich daheim bin, wie geht es mir? Zweitens, was ist meine Motivation im Leben, in der Arbeit? Wie verhalte ich mich? Bin ich vielleicht jemand, der
perfektionistisch ist oder wo sich ein bisschen zu viel zumutet, wo nicht Nein sagen kann, wo es mit allen gut meint, außer mit sich selber. Bewegung. Und nicht nur, weil Bewegung gut ist und alle Ärzte immer sagen, dass Bewegung gut ist, sondern aus dem bestimmten Grund, den wir auch angeschaut haben. Die Stresshormone, die Energie mobilisieren. Der Blutzucker steigt in unserem Blut, wenn wir gestresst sind. Und wenn wir chronisch gestresst sind, ist das so ein anhaltender Zustand. Die Energie, die muss verbraucht werden. Soziale Kontakt. Nächster Punkt. Das ist auch etwas, was ich sehr gut tut. Ich denke, jetzt mit der Coronavirus-Situation haben wir es vielleicht mehr oder weniger gespürt. Soziale Kontakte sind wichtig. Am Arbeitsplatz Austausch mit Kollegen, Freundeskreis pflegen. Das hilft. Hobbys. Wir haben von Ressourcen geredet, die wir haben. Ich denke, wir haben alle auch Sachen, die wir gerne machen, die wir pflegen, die uns Freude machen. Das ist auch ein protektiver Faktor. Wenn es nicht funktionieren will, wenn wir merken, wir sind schon im orangen Bereich oder vielleicht schon im roten Bereich, dann kann es helfen, wenn wir mit unserem Hausarzt über das reden. Man wird nicht immer automatisch gefragt. Stress thematisieren, rausrücken mit dem Problem. Man kann sich auch selber lieb sein und sich kontrollieren lassen, checken lassen, Vorsorgeuntersuchungen durchführen lassen. Und gegebenenfalls, je nach Situation, ist auch ein Medikament nötig. Dann habe ich noch eine zweite Folie. Das haben wir alles schon ein bisschen gehabt, aktives Stressmanagement. Also das eine ist passiv, so ein bisschen feststellen, was ist. Wie sieht es mit meinem Sozialleben aus? Wie sieht es mit meinem Körper aus? Wenn wir schon im kritischen Bereich sind, müssen wir aktiv etwas unternehmen. Was gibt es für Entlastungsmöglichkeiten? Wo muss ich Prioritäten setzen? Was ist mir wichtig? Wie mache ich das, wenn ich dauernd erschöpft bin und so viele Pflichten habe? Vielleicht muss ich Pausen einbauen. Vielleicht muss ich auch mal Nein sagen. Vielleicht muss ich etwas delegieren. Agenda. Planen. Wir sind gut im Planen, glaube ich, in der Schweiz. Kalender vornehmen, schauen, was hilft uns, was gibt uns, was könnte uns helfen, was könnte uns einen Ausgleich geben. Was kann ich machen, um mich zu belohnen, wenn ich etwas geschafft habe. Meiden von Perfektionismus. Entspannungsmassnahmen. Geordneter Tagesablauf bringt schon ganz viel. Fixe Erholungsphase. Und ganz wichtig, das haben wir bis jetzt noch nie erwähnt, sich gut ernähren, genug Zeit planen zum Essen, genug Zeit planen zum Schlafen. Ein Entspannungsbad ist auch so etwas Praktisches. Ich sage meinen Patienten, manchmal ist vielleicht eine Badwanne kompliziert und vielleicht gar nicht vorhanden. Aber ein Fußbad kann jeder machen. Und es tut gut. Das Letzte, was auch hilfreich kann sein, manchmal schaffen wir es aus eigener Kraft nicht. Manchmal haben wir einfach kein Mumm oder keine Lust, etwas zu machen. Es gibt aber auch Programme oder Angebote, wo man sich anmelden kann, zum Beispiel, um Entspannungstechniken zu lernen. Ich hatte zuerst eine ganz grosse Liste an Entspannungstechniken, aber ich habe jetzt am Schluss gefunden, ich lasse nur zwei drauf. Und das eine ist die progressive Muskelentspannung oder Muskelrelaxation nach Jakobson. Das ist etwas, was wir auch im Spital zum Beispiel anbieten. Auf der Abteilung von der Psychiatrie hat es mehrere Angebote in diesem Zusammenhang. Für die es nicht kennen, das Bild unten erklärt, was das Ziel ist oder was man erreichen kann mit dieser Technik.
Der Herr Jakobson lebt nicht mehr. Er ist ein, ich glaube, es ist ein Psychologe, Neurologe, der festgestellt hat, dass wir alle einen gewissen Muskelton haben. Wenn wir keine Muskelanspannung hätten, dann könnten wir gar nicht stehen, könnten wir gar nicht sitzen. Es braucht eine gewisse Muskelanspannung. Und die ist relativ konstant in Ruhe. Wenn wir diese Muskelanspannung bewusst anspannen, also wenn wir jetzt ganz bewusst drücken, dann geht die Anspannung auf. Das seht ihr dort bei dieser Folie, bei diesem Bild. Wenn wir die Muskelanspannung loslassen, dann geht der Muskelton, den wir hatten, weiter runter, als er am Anfang war. Wenn wir das mit unseren Muskeln vom ganzen Körper progressiv machen, nach einer gewissen Reihenfolge, dann können wir so unseren Körper entspannen. Das ist eine gute Technik, die man in einer Gruppe lernen kann und nachher alleine machen kann. Es gibt auch verschiedene Apps, das ist auch eine Möglichkeit für Einzelgänger. Eine zweite Technik, die auch so ein bisschen über den Körper geht und was auch Apps gibt dazu, ist Biofeedback. Für die, die das nicht gehört haben, Biofeedback geht darum, dass man mit Übungen seine eigene Atmung oder den eigenen Puls lernen kann, steuern. Feedback heisst ja Rückmeldung, also ich mache eine bestimmte Handlung, zum Beispiel Atemübungen, und kann nachher auf dem Bildschirm oder auf dem Gerät sehen, wie sich mein Puls zum Beispiel durch die Atemübungen runterfahren lässt. Das klappt nicht von einem Tag aufeinander, man muss es üben, aber es sind Techniken, die einem in Spannungssituationen sehr gut tun. Wir kommen zum Schluss. Ich mache noch eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Punkte. Ihr seht es auf der Folie. Stress ist alltäglich und lebenswichtig, überlebenswichtig. Stress kann unsere Körperfunktionen auf kurze oder auf lange Sicht verändern und kann zu Krankheiten führen. Körpersymptome ohne Strukturschaden werden funktionelle Körpersymptome genannt und sind keine Einbildung. Und das vierte, Ruhen ist gesund. Es geht nicht alles um Leistung in diesem Leben. Ja, dann danke ich euch herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche einen schönen Abend.